Es gibt viele Sportkommentator, es gibt gute, schlechte, aber es gibt nur eine Herr Tanner, der einzig wahre Nachleser für Fans. Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist er wieder, euer Herr Tanner, zum letzten Mal in dieser Saison. Das Saisonfinale gestern, unser Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Ja, zunächst mal, damit ich das nicht am Ende vergesse, wir verabschieden ja Per Ciljans Kjellbrett, ja, also wir nannten ihn Schelle. Er hat gerade in letzter Zeit eigentlich wieder richtig, richtig gute Leistungen gezeigt. Zwischendurch war es ja manchmal durchwachsen, aber gerade jetzt so in den letzten Wochen, ja, da hat er eigentlich war ein ganz, ganz wichtiger Teil der Mannschaft. Ja, aber nun ist klar, dass er jetzt wieder nach Hause geht. Er spielt wohl dort noch 2 oder 3 Jahre und kriegt dann anschließend da auch irgendeinen Job im Verein. Also alles gut, alles Gute, Schelle. Ja, Salomon Kalou, auch von ihm verabschieden wir uns. Danke für die Zeit bei uns. Marius Wolf geht. Thomas Kraft verlässt uns auch. Ja, also auch da vielen Dank, alles Gute. Marco Grujic ist ja noch ausgeliehen gewesen. Geht dann wohl zu Liverpool zurück. Und auch Alex Esswein sagen wir ein freundliches Tschüss. Macht's gut, Freunde. Ja, meine Lieben, was soll man sagen zum Spiel? Wir hatten ja die Woche davor das wirklich sehr, sehr, sehr gute Spiel gegen Leverkusen, was wir 2-0 gewonnen haben. Und nun im Prinzip sind wir auf eine Mannschaft getroffen, die vom gleichen Kaliber war. Aber wenn man so ein bisschen sich das genauer angeguckt hat, dann würde ich schon sagen, Borussia Mönchengladbach doch nochmal ein etwas anderes Kaliber. Besser zumindest in dieser Saison als die Leverkusener. Die haben ja wirklich gleich richtig Druck, richtig Dampf gemacht. Sie wussten, dass sie was reißen müssen, dass sie also entweder gewinnen müssen oder eventuell reicht ein Unentschieden, ja. Aber sie haben wirklich gezeigt, was in dieser Saison in ihnen gesteckt hat. Wir waren da also ohne Chance, ja, schon in der 7. Minute 1-0. Okay, einer, ja, Embolo gegen die ganze Hertha-Abwehr, ja, okay, und dann macht Hofmann den rein. War natürlich, ja, Tore sind ja immer irgendwie, meistens jedenfalls, Fehler der Abwehr und wer kennt das besser als wir? Ja, Mensch, dann war ja ganz überraschend Smash im Tor. Ich meine, ich würde mal sagen, Licht und Schatten. Also, insgesamt hat das aber ganz gut gemacht, wenn man mal überlegt, dass er ja nun bisher nur einmal, glaube ich, eingesetzt worden ist. Ja, wir hatten kaum Ballbesitz. Wir waren überhaupt nicht torgefährlich. Ich glaube, erst in der 55. Minute hatten wir die erste Chance durch Lecky. Ja, also ich sag mal, ich brauche eigentlich gar nicht mehr so viel, oder? Finde auch zu dem Spiel zu sagen. Gladbach hat klar und verdient 2-0 gewonnen, hätten auch 3 oder 4-0 gewinnen können. Schade, dass wir uns da nun im letzten Spiel da nicht so gut haben verabschieden können, wie ich es gehofft habe. So ein Unentschieden in Gladbach wäre doch eigentlich ein ganz schöner Saisonabschluss gewesen. Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, wir haben trotzdem das gespielt, was gestern für uns möglich war und sind ja jetzt von Gladbach auch keineswegs abgeschlachtet worden. Im Gegenteil, ja, Ibi, sein 7. Saisontor, ja, verkürzt dann noch in der 91. auf 1-2. Also vom Ergebnis her sah es ja gar nicht so aus, wie eigentlich das Spiel schon war mit der Überlegenheit der Gladbach. Aber bitteschön, wir haben trotzdem im Rahmen unserer Möglichkeiten unseren Fußball gespielt. Mehr war halt eben gestern leider nicht drin. Aber wir haben eben nicht das gemacht, was manch andere Mannschaften an diesem letzten Spieltag gemacht haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also da geht mal meine Schelte an unsere Freunde in Dortmund. Also so kann man zu Hause im letzten Spiel sich nicht präsentieren, auch wenn weder nach oben noch nach unten in der Tabelle was geht. Das ist schon genau so, hat das Geschmäckle der Wettbewerbsverzerrung, wie auch der Auftritt der Kölner in Bremen, oder? Also, da muss ich wirklich sagen, das hat mit Fußball so nichts richtig zu tun. Das ist charakterlos, ja, das ist einfach charakterlos. Also, klar kann man verlieren, aber nicht so, wie Dortmund zu Hause verloren hat und auch nicht so, wie die Kölner in Bremen verloren haben. Also da habe ich auch kein Verständnis für, finde ich nicht in Ordnung, ja. Also
Naja, gut, ansonsten, ja, was soll ich sagen? Ich bin eigentlich mit dem Ende jetzt der Saison doch zufrieden. War ja eine in jeder Hinsicht komplett verrückte Saison. Wahnsinn eigentlich, ja, gerade für uns auch in jeder Hinsicht. Ich meine, für alle natürlich durch diese Corona-Geschichte, aber für uns besonders, vier Trainer und erst Abstiegssorgen und ach komm, ja, hört auf, Freunde. Also von daher bin ich eigentlich zufrieden, dass diese Saison jetzt zu Ende ist, dass wir mit dem Abstieg eben nichts zu tun hatten und jetzt dann wirklich gucken können, wer kommt noch zusätzlich als Verstärkung und dann kann Bruno da in Ruhe in der Sommerpause, man weiß ja auch noch gar nicht genau, wann die neue Saison überhaupt losgeht, müssen wir mal gucken, und dann hat er die Zeit, da eine neue Mannschaft zusammenzustellen, beziehungsweise die alte Mannschaft eben verstärkt und verändert und ergänzt, ja, durch neue Spieler. Ja, ansonsten, was soll ich noch sagen? Ich beglückwünsche die Bremer, ja, zum Erreichen der Relegation. Dass die Düsseldorfer nun direkt absteigen müssen, doch, das ist dann halt so. Ne? Vielleicht ist auch Karma, ja, man weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Von daher gucken wir mal, was die zweite Liga macht, wie es da aussieht, ob es vielleicht zur Relegation Bremen-Hamburg kommt, weil ich es aber eher nicht glaube. Ich glaube, die Hamburger, die werden den vierten Platz belegen. Es wird wohl eher Heidenheim sein. Aber gut, muss man gucken. Egal, ja, soll uns jetzt auch eigentlich relativ wurscht sein, gegen wen wir in der nächsten Saison alles spielen. Wir müssen gegen jeden gut spielen und unser Bestes zeigen, damit dann wir von Anfang an hoffentlich in der nächsten Saison nicht nur keine Sorgen nach hinten haben, sondern auch mal immer ein Auge nach oben haben. Ja, ja, das ist es eigentlich heute mit dem letzten Herr Tana, mit dem Saisonfazit, Saison 19/20. Und dann gucken wir mal, wann die Saison 2020/2021 dann endlich beginnt und wann und wie und ob überhaupt mal wieder mit uns Fans im Stadion. Ja, schön wäre es. Bis dahin, ich melde mich dann in jedem Falle spätestens wieder zur Nachbetrachtung unseres ersten Spiels in der neuen Saison. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, habt hoffentlich einen schönen Sommer. Und jetzt, wo man auch wieder reisen kann, ja, reist irgendwo schön oder macht es euch zu Hause gemütlich, wenn ihr es da auch schön habt. Jeder, wie er mag und wie er möchte, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die neue Saison und auf unsere Hertha natürlich, die wir dann hoffentlich auch ein bisschen anders auf einem anderen Tabellenplatz weiter, deutlich weiter oben sehen werden. Ja? Also, in diesem Sinne, meine Lieben, macht's gut, bis dahin, haoi, ciao.